Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und die heutige Mission ist es, das Schlachtschiff der Geth aufzuschalten. Diesen fetten Klumpen. Hallo? Da freue ich mich drauf. Ach du Scheiße, und unser Team hat sich irgendwie gerade mal so verhundertfacht, so in einem Schlag. Tali nehmen wir natürlich mit und Javik auch, weil die sind beide neu. Und wir haben unsere alte Rüstung, wenn ich richtig verstehe. So, was haben wir denn hier neu? Aha. Der Schaden ist geringer, dafür ist die Kapazität höher, die Feuergeschwindigkeit höher. Das machen wir. So. Die Waffenstabilität. Die Projektile pro Magazin. Ja, machen wir das. So. Tali kriegt eine Schrotflinte auf der einen Seite. Und ja, eine Pistole auf der anderen Seite. Genau. Und Javik, der mit Sturmgewehren anscheinend kämpfen kann, okay. Kriegt natürlich ein Partikelgewehr, hallo. Das andere wäre, würde ich nicht akzeptieren. So. Und eine Pistole. Auch mit mehr Schaden und mehr Projektieren pro Magazin. Und ich muss hier nochmal was ändern. Das bringt ja gar nichts, bei der die volle Kapazität hat, das da zu erhöhen. Also machen wir Präzision hier bei ihm. So. Bei mir ist nur Schaden. Okay. Perfekt. Ich habe 5 Punkte. Das reicht exakt. Mehr Munitionskapazität. Mehr Kopfschussschaden. Ich mache Munitionskapazität. Javik hat einfach 59 Punkte. Warum nicht? Dunkler Kanal. Plagt einen Gegner mit einem anhaltenden biotischen Feld. Der Schaden verursacht. Okay. Antigravitationsgranate. Aha, ziehen kennen wir, schmettern ist natürlich interessant, Rachsucht ist verbesserte biotische und offensive Fähigkeiten. Wir machen erstmal dunkler Kanal, das hört sich sehr interessant an. 42 Sekunden, das machen wir. So, Aufladetempo, wie wir wissen normal, 16 Sekunden, achso. Verringert die okay, ich mache das mit dem Tempo. Erhöht den Schaden gegen Panzerung um 75%, erhöht den Schaden um 50%. Ich mach 50. So. Schmettern. Ist auch noch sehr interessant. Erhöht Kraft, erhöht die Wirkungsradius, da machen wir die Kraft lieber. Erhöht den Schaden und Kraft der Detonation, erhöht die Kraft nochmal. 4,5 Sekunden, macht ein zu Boden geschmettertes Ziel für, okay. Handlungsunfähig klingt auf jeden Fall übertrieben gut. Eine Antigravitationsgranate klingt höchst interessant. So, erhöht den Schaden. Ja, machen wir den Schaden anstatt Wirkungsradius. Die Grappe. Okay, wir machen 2 mehr Granaten, hallo, das ist schon mal viel. Tali hat auch 59, das ist einfach übertrieben. So, ein Treffer mit diesem Energieimpuls verursacht Schaden und erzielt dem Feind Barriere und Schildenergie, das ist übertrieben gut. Den Schaden erhöht den Wirkungsradius um 100%. Ja, machen wir das lieber. Aufladetempo. Ja. So, das. Verringert erlittenen Schaden 10 Sekunden lang um 40%. Okay, und was ist das andere? Erhöht den Schaden. Ah, ne, machen wir das lieber.
Sabotage. Sabotieren Sie Waffen und hacken Sie synthetische Wesen. Kampfdrohne, was ist das? Setzen Sie diese Angriffsdrohne ein. Die Ziele betäubt und feindlichen Überschuss auf sich zieht. Eine Abwehrdrohne setzen diese auf Feinden innerhalb dieser Feuerreiche Elektroschocks versetzen. Das ist alles gut, ne? Aber ich glaube, Sabotage ist noch besser. Das hatten wir in Mass Effect 1 und das habe ich immer mega gut gefunden. So, sabotierte Roboter explodieren, wenn sie zerstört werden. Ja, 545 Schaden ist schon gut. So, gehackte synthetische Wesen auf ihrer Seite bewegen sich schneller und verursachen 100% mehr Schaden. Sämtlichen Tech-Schaden am Ziel um 100%. Ne, ich mach das mit dem Berserker lieber. So, Kampfdrohne, Abwehrdrohne, was ist denn da besser? Ziele betäubt? Ich mach lieber die Kampfdrohne, glaube ich. So. Erhält den Schild der Drohne. Und was ist das? Upgrade für die, dass ich bei 220 Schaden ist mir ein bisschen zu wenig dafür. Upgrade des Angriffs der Drohne für kurze Distanzen. Das ist okay, dann machen wir das lieber. So. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoff in 5 Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffsignaturen in aktiver Kampfhandlung. Habe ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Ein Traum. Tarnsystem aktiviert. Die entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. La 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 la. Heilige Maria, Mutter Gottes. Meine Cyberkrieganlage hat Zugriff auf ihre Andockprotokolle. Suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tali ist Expertin für Geth-Software und zuständig fürs Hacken und die Sicherheitssysteme. Gut. Sie sind also ein echter lebendiger Proteaner? Im Gegensatz zu einem falschen Toten? Oh, okay. Shepard, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mucksmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. Wieso haben wir denn jetzt wieder einen Hell... Achso. Ach, komm. Oh, da krieg ich ja Kopfsch... Ach, du Scheiße. Da krieg ich ja richtige Übelkeit. Wenn sich das so die ganze Zeit dreht. Ich will mehr. Kein Wunder, dass die Quarianer Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Es ist 30% größer als ein Allianz-Schlachtschiff. Ich will mehr Weltraummissionen. So. Also so, wo man im echten Weltraum ist. Dogfights und so wären aber echt lustig. So, Ah, jetzt verstehe ich, warum wir einen Helm haben. Ich meine, kann es auch ohne versuchen, aber... Hä, sind das zwei Planeten? Ich dachte gerade, ich hätte zwei Planeten. Aber die Dreidimensionalität des Raumes! Schlachtschiff hat... Ah, super. Die Schwerelosigkeit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt es das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ja,
Ernst wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Geth benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche. Die Geth sitzen jetzt da und sagen sich, Nummer mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Naja. Huch. Ups. Der Rest des Teams muss sich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Tali soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Es gibt wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade... Hab's gefunden. In der Nähe Ihrer Position müsste es einen Schaden in der Hülle geben. Die nächstgelegene unbeschädigte Andockröhre ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Admiral Garrel hat es mit einem Frontalangriff versucht. Wir haben 6 Fregatten verloren. Das kleine Loch ist der einzige Schaden, den wir anrichten konnten. Also klein würde ich es nicht nennen. Hätten Sie es anders gemacht? Nein, er war einfach zu aggressiv. Ich habe dagegen argumentiert, aber als Admiral der schweren Flotte war es letztlich seine Entscheidung. Hm. Die anderen Admirals? Zen hat die Invasion unterstützt, weil sie ihr Spielzeug ausprobieren wollte. Ran hat die Nachschubversorgung gewährleistet. Nur Corus war mit mir gegen den Krieg. Und er hatte recht. Wir könnten die gesamte Flotte verlieren, Shepard. Wir holen Ihre Leute sicher hier raus. Naja. Naja, wirklich klein ist das tatsächlich nicht. Sind wir hier? Nein, wir sind hier falsch. Wow! Bitte nicht. Puh. Ach, komm. So, hier ist nichts. Ich habe eine weitere Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Ach du meine Güte. Auf einem Reaper-Kampf. Reaper-Kampfschiff, ja genau. Auf einem Geth-Schlachtschiff. Oder Geth-Schlachtschiff wäre vielleicht besser. Verstanden. Sie können an Bord gehen. Widerstand? Alles ruhig bisher, sie haben uns noch nicht entdeckt. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Da, sie ist offen. Wir können gehen. Was ist denn das? Eine Bogenpistole? Ich mach das lieber noch nicht. Hat Admiral Zen entworfen. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und synthetische Wesen stört. Das können wir brauchen. Ja, mache ich bestimmt noch nicht. Ich muss erstmal meine... Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich bin hier falsch. Ach, die habe ich schon direkt am nächsten. Weil ich meine Pistole einfach mal. Also, ne? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorcluster. Ach nein, Lüftungsschächte. Immer wieder Lüftungsschächte. In der Kollektorenbasis haben Sie das doch auch gut hinbekommen. Ich wurde in Brand gesteckt. Ja. Guardian-Batterie. Sie verwenden Ultraviolettfrequenzen statt Infrarot. Das ist zwar viel teurer, aber auch viel wirkungsvoller. Als die Flotte das Schlachtschiff gejagt hat, haben diese Laser unsere Schiffe praktisch auseinandergeschnitten. Los zur Kommandozentrale, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Oh Mann. Ja.
Aber, na, Vorsicht! Jetzt im Anmarsch! Oha! Wow! So. Hä? Ach komm! Ja, ja. Ja, das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, das muss heiß sein. Ja, wir stehen da vielleicht Meter entfernt. Kommen wir halt sehr warm vor. Tag hier. Nee, nicht wirklich. Aua. Gekämpft, Commander? Deaktivieren Sie Ihre Schilde. Erledigen Sie sie, bevor Sie sich wieder aufladen. Aua. Ich brenne. Das ist die Ach komm! I'm Burning Man. Kann ich mal bitte nicht brennen für den Moment? Giftdaten. Boah, ne? 2500 Credits. Ach ja, dahinter ist bestimmt... Ich hätte gedacht, da wäre mehr. Ein Archon-Visor. Aha, besser als ein Archon-Visum. Wie steht die Schlacht? Wir haben schwere Verluste. Die Geth verfügen über eine planetare Verteidigungskanone. Sie zerstört unsere Flotte. Können wir ihnen irgendwie helfen? Nur dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Ach, wenn wir das Schiff hier ausschalten, dann... Gewinnen die den Krieg auch. Wir die Kommandozentrale finden. Reicht nicht auch jede Zugriffskonsole? Nein. Jede Aktion hier könnten die Geth kontern. Zu viele Fehlerkontrollen und Redundanzen für unsere Zwecke. Eine Pulsgewehr der Geth. Interessant. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Ach komm. Das war zu erwarten. Die Jäger rücken an. Ach komm. Ey. Aua. Der versteckt sich nicht mehr. Ja, würde ich auch behaupten. Ach, genau wie vor Mass Effect 1. Na. Dankchen. Aua. Vorsicht! Immer noch getarnte Feinde in der Nähe. Harmlos. Glaube ich. Giftdaten. Ein Zielfernrohr. Müssen wir hier was genau müssen wir tun? Da müssen wir... Nein, Energieentzug ist doch mal interessant. Das war der letzte. Finden Sie heraus, ob die Konsole einsatzfähig ist. Aha. Also musste ich erst die Gegner besiegen, okay. Verdammt, Sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Und dann? Ah, das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Und wenn wir dort sind, schalten wir es ab? Ja, aber wie kommen wir hin? Jetzt haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der der Länge nach durch das Schiff führt. Das und die Hauptbatterie? Sie sitzt direkt am Antriebskern. Das könnte gehen. Aber? Die Geth halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hochrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Und das Wärmeverteilungssystem? Moment, wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet.
Hebt das die Verriegelung auf? Ja, okay, ich hab's vorbereitet. Aber seien Sie bereit, ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Tür. Kein Problem. Sie fallen von der Decke. Das müssen auch noch getarnte Jäger sein. Naja, kein Problem. Wir sind ja schließlich auch getarnt. So sind wir, so ich dir. Weitere synthetische Wesen im Anmarsch. Yo. Hallo. Irgendwas hat mir gerade... Wow. Freundchen. Ach komm. Jetzt ist aber hart hier. Oh. Eieieiei. Haben wir? Nee. Scheiße. Muss jetzt sehen. Och Gott, ja, komm hier. Ein Schuss weg. Oh, hi. Rast aus! So. Wo ist denn der da irgendwo, ne? Ja, hier, genau. Der Entwurf dieses Schiffes ist beinahe aquarianisch, aber eben nicht ganz. Es wurde für synthetische Wesen gebaut, nicht für organische. Synthetische Wesen sind an organischem Wohlbefinden oder ästhetischer Schönheit nicht interessiert. Manchmal gehen sie sogar aktiv dagegen vor. Bis zur Hauptbatterie dürfte es nicht mehr weit sein. Es überrascht mich, dass man sie mit dieser Mission betraut hat, Tali. Auch Admirals müssen dienen und ich kann wesentlich besser hacken als Schiffe befehligen. Da hast du wahrscheinlich recht. So. Atali, die Tech-Expertin ist eh, ja, das ist... Die ist halt so eine richtige Spezialistin, das ist so wie Samara eigentlich. Biotik quasi. Was haben wir hier? Gef-Daten, aha. Was ist das? Sind das Klos? Na, wunderbar. Überlebende? Sind in den Rettungskapseln. Und ich habe hier Admiral Rahn, die gerade versucht, eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sie durch. Shepard, hier ist Rahn. Die schwere Flotte geht in die Knie. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir werden das Reaper-Signal in Kürze deaktivieren, Admiral. Ja. Dauert nicht mehr lange, Leute. Irgendwas ist hier passiert. Das klang wie Reaper. Würde ich prinzipiell erstmal gerade sagen. Oh shit. Was ist denn das? Wow! Vorsicht wegen der Schockwellen! Das ist ein großes Geschütz! Fast so groß wie das Hauptgeschütz auf unserem Flaggschiff Penumbra Apex. Wenn wir in Deckung bleiben, dürfte nichts. Da kommen noch mehr! Oh Gott. Oh Scheiße, da kommt eine Welle. Das ist wie ein hier, wie heißt das denn? Nicht Neutronenstern, sondern oh Gottes Willen. Doch, ein Neutronenstern, glaube ich, heißt das Ding. Na. Aua. Es sah. Oh Gottes Willen. Ich wollte doch in Deckung gehen. Wir müssen das Ding abschalten. Ja, es ist ganz schlecht, das Ding. Wow, scheiße Deckung. Oh. Alter, ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man das in Wirklichkeit hätte. Aua. Was ist denn hier los? Habe ich das Ding gehört gerade? Wow. Am besten die nicht theoretisch dieselben Maße betroffen sein davon wie wir? Wo ist denn das?
Aua. Ja, ist gerade Ruhe. Oh Gott, das Ding geht wieder los. Schmerz. Nein, 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 nein. Wow. Hier müssen wir doch sicher sein. Ja, meine ich doch wohl. Ich hätte die Leiter nicht gebraucht. Wow. Man hört das immer, das lädt sich erst auf, dann kommt es da hinten an und dann ja. So, jetzt kommt gleich wieder einer. Oh, nee, doch nicht. Sie schießen nicht mehr. Solange die Wartungsabriegelung aktiv ist, sind wir sicher. Los weiter. Wir befinden uns gerade in einer Planetenzerstörungswaffe. In! Die Abriegelung! Los, nichts wie weg von hier! Das ist prinzipiell gerade sehr schlecht, sich in einer Waffe zu befinden, wenn sie schießt. Na, wunderbar. Da haben wir nochmal Glück gehabt! Wo kommen die Dinger? Ah, die sind auch auf dieser Seite, okay. Aua. Ich sehe keine Gegner. Oh, da hinten kommt. Oh. Sowas wünsche ich mir für mehr Kämpfe tatsächlich. Aua. Ach komm! Oh oh. Oh. Ah. Wow, 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 wow. Zum Glück halte ich immer so zwei Raketenschüsse durch. Bevor mir was Schlimmeres passiert. Habe ich was verpasst? Ist hier was gewesen? Oh shit. Ich hätte es wissen müssen. So. Die Waffe ist aber echt im Dauerbetrieb. Oh Kacke. Na. Hey, ja, ja, 800 schon. Mensch. Mist. Das ist langsam. Boah, ich brauche mehr davon. Oh, oh. Doch mal nicht so oft, Leute. Oh, da ist einer. Nein. Ah, ich liebe diese Taktikumkehr mit der Waffe, die durchgehend schießt, muss ich ja mal so sagen. Nicht zu meinem Vorteil, aber das hat was. So. Ist aber mal Ruhe hier. Oh nein. So.
Wir sind hier wohl, glaube ich, falsch. Nee, doch nicht. Nee, ist richtig. Was tut Shepard denn da gerade wieder? Shit. Ja, hallo? So. Oh. Was haben wir denn so Schönes hier? Ein Fahrstuhl, also. Oh, oh. Ja, nicht so Rand am Rand stehen, Shepard. Shepard! Nehmen Sie meine Hand! Also, oha. Eieieiei. Hoffentlich kommen jetzt keine Fahrstühle mehr. Bloß weiter. Der Antriebskern muss ganz in der Nähe sein. So, eine Leiter. Ist auch nicht viel besser. Oh. Medigel. Eine Tür. Nice. Das ist eindeutig Reaper Tech, aber was? Oh fuck. Shepard Commander, helfen Sie uns. Legion. Sie kennen diesen Geth? Ja, er hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. Er ist auf unserer Seite. Außer er wurde umprogrammiert. Wie die anderen Geth auch. Ich vertraue Legion. Legion hat uns früher schon gegen die Reaper geholfen. Er hätte niemals zugestimmt. Ihre Vorsicht ist verständlich. Wir beugen uns nach der Befreiung allen Beschränkungen, die Sie für erforderlich halten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso, Schöpferin Zora. Und was ist das für ein Ding? Es benutzt unsere Netzwerkarchitektur, um das Befehlssignal der alten Maschinen gleichzeitig an alle Geth zu senden. Wenn Sie da raus sind, ist das Reaper-Signal also abgeschaltet. Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlotsen. Okay. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja. Die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Geth haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Wie haben die Reaper die Kontrolle über die Geth erlangt? Gar nicht. Die Schöpfer haben angegriffen. Die Geth wollten leben. Also haben die alten Maschinen ihnen ein Angebot gemacht. Warum sind wir dann zu dieser Geth-Station und haben die Heritage... Oh. Hax! Tali, Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Admiral, Herrn Geralt, wir schulden Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Alarm! Geth-Verstärkung im Anmarsch! Aber.
Also damit, dass wir jetzt auch noch Legion getroffen haben, will ich aber mal sagen, wir haben so ziemlich jeden aus allen Mass Effect-Teilen getroffen, die überlebt haben. Und das ist einfach, ich liebe das, wenn man so Leute wieder trifft. So alte, nette Charaktere. Nein, 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 nein. Ja, was müssen wir denn tun genau? Wo? Okay. Diese Dinge habe ich bisher immer nur mit... So. Mit einem Marco besiegt. Ja, ja, ich habe keine Muni mehr. Das ist ja wunderbar. Was ist das denn? Eieiei. Da geht ja richtig ab, das Ding. Wo ist eigentlich Legion? Und ach du Heilige. Los. Ach komm. Ja, ja, ja. Wo müssen wir überhaupt hin? Fällt mir mal so auf. Legion ist immer noch da in der Mitte. Flanken Unterstützung für die schwere Flotte. Räumen Sie ihr das Schussfeld frei. Alle Schiffe Feuer frei. Shepard Commander, die Schöpferflotte beschießt dieses Schiff. Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Guess übermitteln Intelligenzen mit Signal. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backbord-Hangar liegen Guess-Jäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Na, ja, wunderbar. Boah! Ihr könnt das Ding nicht beschießen, wenn Commander Shepard da drin ist. Das ist eine schlechte Idee. Shepard und Flotte, Feuer einstellen. Ich wiederhole, Feuer einstellen. Sie antworten nicht. Ach, Leute. Wir haben die Kontrolle über die Andockprotokolle. Wir sind gleich da. Wenn ihr mich wirklich umbringt, dann habt ihr die einzige Chance auf das Überleben der... Na toll. Der Galaxie gerade vernichtet. Die Tür! Beeilung, Leute! Was für eine Tür! Das ist Legion! Wir schaffen das schon! Aua! Tony! Normandy und Shepard, registriere Gravitationsverlust, alles okay? Ja, wir nehmen einen Guess-Jäger, übermittle Rendezvous-Koordinaten. Ist denn auch ausreichend Platz im Frachtraum, Shepard Commander?
Uns geht's gut. Los! Das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen und stattdessen... Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Sie haben das Richtige getan. Aber warnen Sie mich das nächste Mal. Danke, Shepard. Ich bin froh, dass es hier noch einen weiteren Soldaten gibt. Ich muss jetzt zurück zur schweren Flotte. Ran, wir reden später. Bosh, Ted. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten, Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich! Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle aufsuchen. Ich glaube nicht, dass sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen... ist vom Tisch. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Kehla, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Achso, das bringt gar nichts. Olas Bomberflotte, Verteidigungsmacht der Citadel, haben wir alles. Ach du meine Güte, ne, Technik-Korps, 103. Marine-Division, Eden Prime haben wir auch. Sari, die alles. Ach du meine Güte, wir haben so viele Sachen hier, ne? Was? Oh. Also ganz ehrlich, mit den ganzen Sachen, ne, die wir hier haben, wenn wir damit gegen die Reaper fangen, das ist einfach unfassbar viel. So, 6. Flotte der Turianer. Was ist denn so das größte Einzelne?
die Allianz. Und danach kommen schon die Kuganer. Die Turianer. Dann die Allianz. Nee. Dann die Asari, dann die Allianz. Der Ziegel ist nicht mal eine der größten Sachen. Ach ja, Ran. Die Geth haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Legion ist auf unserer Seite. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen. Wie weit entwickelt Ihr Freund auch sein mag, er ist immer noch ein Geth. Der gerade Ihre Flotte gerettet hat. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Aha, das ist gut. Und die Zivilflotte? Erzählen Sie von der Zivilflotte. Das sind unsere zivilen Schiffe, unter dem Kommando von Admiral Corris, falls er seine Notlandung auf Run noch überlebt hat. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Und wer hat die größte Flotte? Also wer hat den größten Penis quasi? Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Das ist verrückt, aber gut. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Pharixen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie vor der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Und die schwere Flotte? Was wissen Sie über Admiral Geralds schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar. Aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Und Admiral Zen? Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Das ist ein bisschen wankelmütig. Fürchten Sie nicht, dass sie das Ziel aus den Augen verliert bei ihrem Interesse an den Geth. Wenn sie unser Volk retten kann, soll sie tun, was sie will. Na dann. Sie kann zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Naja. Edi, ich brauch das deutlicher. Ich versuch's. Hier, die Colette. Barrieren sind weg. Unser Kommunikationssystem ist gestört. Hört uns jemand? Wir werden von Geth-Jägern angegriffen. Falls uns jemand hört, wir brauchen Hilfe. Uns ist beschädigt. Lebenserhaltung fällt aus. Na, wunderbar. Das machen wir. Ich rede vorher noch mit Admiral Hack. Ich rede nicht mit Admiral Hackett. Das ist mal nicht auf der Leitung, ist ja unfassbar. Legion. Shepard Commander, Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. Sie sagen, Geth-Jäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Geth-Jäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Geth-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Und, achso. Auf dem Schlachtschiff haben Sie Geth Heretics erwähnt. Was passierte mit ihnen, nachdem wir den Satelliten gesprengt hatten? Durch das Umschreiben der Heretics verbündeten sich mehr Geth mit den alten Maschinen.
Dadurch entstanden auch mehr feindliche Guest-Plattformen. Sie meinen also, es war ein Fehler? Es hat uns einen taktischen Nachteil beschert. Dieses Resultat haben wir nicht vorhergesehen, aber eine einmal getroffene Entscheidung lässt sich eben nicht ändern. Bedauern Sie es, dass Sie die Heretics umgeschrieben haben? Naja, Sie hätten Verbündete sein können. Die Quarianer haben zuerst angegriffen. Wenn wir das Reaper-Signal ausschalten, muss dieser Krieg vielleicht nicht mit völliger Vernichtung enden. Eine interessante Sichtweise. Die meisten Organischen würden nicht so lange an ihren Friedensidealen festhalten. Naja. Wie war die Verbindung mit einem Reaper? Obwohl die alte Maschine unsere Sensoren und unsere Vernetzung kontrolliert hat, konnten wir sie nicht zur Gänze verstehen. Sie stehen unendlich weit über uns. Jeder einzelne Gedanke ist gewaltig, überwältigend, undurchdringlich. Sie klingen ein bisschen ehrfürchtig. Klingt, als hielten Sie sie für Götter. Ihre Formen sind hochentwickelt, aber weltlich. Wir sehen keine Analogie zwischen den alten Maschinen und Gottheiten. Wir haben allerdings erkannt, warum andere ihnen diese Qualität möglicherweise zusprechen. Und der Angriff der Quarianer? Der Geist des Reapers, was? Wie war die Verbindung? Also, ja, sorry. Sie sagen nein. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod wieder. Die Geth hatten schon gegen die Quarianer gekämpft. Was war jetzt anders? Die Geth bauten eine Megastruktur für alle Geth zur Speicherung sämtlicher Erinnerungen. Dadurch sollte unsere Isolation voneinander beendet werden. Und die wurde von den Quarianern angegriffen? Ja, mehrere Programme waren bereits installiert, als die Schöpfer mit der Bombardierung begannen. Wir hatten nicht genug überzählige Hardware, um alle zu retten. Einige Programme konnten nicht wiederhergestellt werden. Also gerät ihr voll in Panik. Sind Sie deshalb so verzweifelt, dass Sie für die Reaper arbeiten? Ja. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Leben, das auf der Erde verloren geht, Ihre eigene Intelligenz schwindet. Der Angriff schmälerte die Zukunftsaussichten der Geth. Selbsterhaltung wurde zum obersten Gebot. Sie befürchteten, ausgelöscht zu werden. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen keine Angst, aber es ist nicht unser Wunsch, vernichtet zu werden. Sie würden wegen der Reaper Ihren freien Willen einbüßen. Offensichtlich ist das ein akzeptables Abkommen. Ja, weiß nicht. Und nachdem Sie die Normandie verlassen hatten? Der Körper dieser Plattform ist zum Guest-Konsens hinter dem Perseus-Nebel zurückgekehrt. Unsere gesammelten Daten bestätigten die baldige Rückkehr der alten Maschinen. Wir haben uns auf den Krieg vorbereitet. Die Geth haben also ihrem Beweis geglaubt, dass die Reaper zurückkommen. Natürlich. War sicher angenehm. Und sonst so? Wir reden später. Ja. Wir bleiben so lange hier. Joa. So. Lalala. Und wieder durchs Portal und die Kommentare der Leute anhören. Ich weiß, dass wir verlieren wir unsere Versorgungslinien. Und wer die verliert, kann auch den Krieg vergessen. Ja. Private Nachricht? Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Und sonst so? Ich habe die Kampfdaten der quarianischen Flotte den unseren hinzugefügt. Also ihre technischen Aufzeichnungen sind erstaunlich. Wenn es um strategische Analysen geht, schlagen sie vielleicht sogar die Salarianer. Commander? Commander. So, E-Mails. Das Heilmittel von Maylan Heplorn. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt und dass einige der Frauen aus meinem Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf Tushanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Diese Nachricht rückt nun all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wieder treffen und sie um Verzeihung bitten zu können. Nachdem sie Dr. Solus überzeugt haben, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, es würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet hatte. Aber ich musste wieder weg. Als der Vialok-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern, Punkt. Vielleicht lassen sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet. Commander. Wichtig. Von Miranda Lawson. Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich mal im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal, versprochen. Ach ja, Miranda. Gerne für dich, mein Schätzchen. Wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.